Ich heiße Emilian. Ich heiße Lisa. Ich heiße Theo. Und wir basteln heute was für Muttertag. So soll das Muttertagsgeschenk am Ende aussehen. Zu basteln braucht man buntes Papier, Schere, Kleber, Buntstifte und viele Blumensamen. Das ist ein Wundergeschenk, denn aus den Samen kommen ja, was kommt da raus? Ganz viele tolle Blumen, genau. Auf dem Papier sind die Konturen einer Tüte vorgezeichnet. Die wird nun ausgeschnitten, gefaltet und die Ränder zugeklebt. Ja, so sieht es richtig hübsch aus. Die Arbeit erfordert volle Konzentration. Dann kommt noch ein kleines Kärtchen dazu. Die Kinder sind begeistert. Sieht schön. Ganz toll. Wer mag, der kann jetzt auch noch was dazu malen. Eine wichtige persönliche Note für die Mama. Und dann die Hauptsache. Denn endlich kommen auch die Blumensamen in die Tüte. Perfekt. War es denn schwer? Nein. Und wie findest du das Geschenk jetzt? Ganz schön. Ganz, ganz, ganz toll. Willst du dich die Mama freuen? Ja. Ein tolles Geschenk, das Mama und Kind noch lange begleiten wird. Wer es noch mal genau wissen will, hier kommt die Bastelaktion im Schnelldurchlauf. Nur rund eine halbe Stunde braucht man dafür Zeit. Ein Geschenk zum Staunen, Freuen und Wundern, was alles daraus wächst. Bleibt nur noch zu sagen: Alles Gute zum Muttertag, liebe Mamis. Und natürlich viel Spaß.